Sie sind hier, 4. Dezember 2018, 15.03 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Birchewitsch rechts erhält in Bonn einen Vertrag bis Saisonende. Urheberrecht Getty Images. Die Telekom Baskets Bonn verstärken sich mit einem serbischen Nationalspieler und reagieren damit auf einen prominenten Ausfall. Die Telekom Baskets Bonn aus der BBL haben auf den monatelangen Ausfall ihres Centers Charles Jackson reagiert und den serbischen Nationalspieler Stefan Birchewitsch verpflichtet. Birchewitsch, 28, unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Erstmals zum Einsatz könnte er am Sonntag gegen EWE Baskets Oldenburg kommen. Stefan ist ein erfahrener Spieler mit internationaler Erfahrung. Er wird uns sicher helfen, sagte Bonns Chefcoach Predrag Krunic. Birchewitsch hatte mit den Serben jeweils Silber bei der WM 2014, der EM 2016 und bei den Olympischen Spielen in Rio gewonnen. Stammspieler Jackson, 25, hatte Ende November in der Champions League in Opava, Tschechien, eine komplizierte Fußverletzung erlitten. Der Verein geht von 3 bis 4 Monaten Pause aus.